und zurück. Ja, in einer etwas prekären Lage. In einer etwas prekären Lage. Etwas prekären Lage. Ah! Mist. Mist. Ist weit von ihm entfernt. Fertig, den Kerl her. Schau mal hin. Ja, das ist meine Nemesis. Wir hatten den schon mal besser, ne? Wir hatten den tatsächlich schon mal besser. Natürlich, die Spinne ist meine zweite Nemesis hier. Und dann muss ich noch hier rein. Dann so mit Absicht gemacht, oder? Wirklich. Wie schnell bist du denn da? Okay. Also heute kann das vergessen. Schaut hin. Wir sind so gut wie tot. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt wieder... Das wollte ich nochmal schauen. Wenn ich jetzt hier wieder rangehe. Dann haben wir wieder 4. Ja, das wäre schon mal gut, ne? Das ist ja nichts. Hm. Ich bin mir echt nicht sicher. Wir haben doch noch... Ich meine, dann geht's, ne? Es ist in Ordnung, mehr oder weniger. Wir haben doch noch... Ja. Wir haben doch noch... Ja, Geisterruf brauchen wir nicht. Was ist denn das nochmal? Die Vitalität angeblich stärkt das den Körper. Das wäre eine Idee... einen Energiesplitter zu nehmen. Feuerwiderstand brauchen wir nicht. Mönche und Gelehrte brauchen wir nicht. Magiewiderstand brauchen wir nicht. Magiesplitter. Hat das was mit unserem Glauben zu tun? Blitz brauchen wir nicht. Giftwiderstand, ja, wäre bei Spinnen gut, aber brauchen wir auch nicht. Im Grunde wäre nur interessant der Energiesplitter, ne? Der hier ist. Hm. Hm. Aber dann ist er weg, ne? Dann ist er halt weg.
eigentlich, um ehrlich zu sein. Pass auf, ich mache euch drei Versuche, zeige ich euch. Nachdem. Ich mache es so wie bei Forza jetzt. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen mich mit dem auseinandersetzen. Aber wie sind das jetzt mit dem Energiespüren? Sind die jetzt weg? Ja, ne? Werden 8. Der ist weg. Der ist weg. Denke ich zumindest. Genau, ich sag euch dann praktisch. Welcher Versuch das ist. Ihr könnt natürlich dann sagen, oh, wie ich schon bei Forza gesagt habe. Ihr bescheißt. Nein! Aber das. Ihr kennt mich ja, ne? Warum sollte ich das machen? Ich bin niemand, der. Oh man, wirklich. Der hier irgendeinen Fame braucht. Der irgendeinen Ruhm braucht. Ja, da bin ich echt derjenige, der bei dem ihr völlig falsch wird, wenn es so jemanden ist. Genau, und dann sage ich euch immer, da werde ich echt falsch. Mich interessieren keine Achievements, mich interessiert nicht, ob ich der Beste oder irgendwas. Ihr wisst, was mich interessiert ist, das Einzige, was mich an einem Spiel interessiert, ist die Atmosphäre des Spiels. Mist, einmal. Außenrum? Wäre zu schön gewesen. Wo geht denn die denn? Wo ist denn die Spinne? Oh, die Spinne. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir auch jetzt, wenn wir drei haben, wir haben doch mal gesagt, wir haben drei. Und. Ja, doch, wir kriegen wieder vier. Okay. So, wir schauen es noch einmal uns an. Ich habe 7. Wie gesagt, ich zeige euch 3 und nicht mehr. Wie lange hält es eigentlich an, der Mist hier? Ich hab abgewehrt. Könntest du mal raus hier aus dem...
ist immer nicht. Ist der jetzt eingeloggt? Damit, da kann ich meinen. Das ist echt blöd. Ich muss weg. Okay, wir sind bei Nummer 4. Wir sind bei Nummer 4. Ich wollte noch was schauen. Ach ja, das hier. Ja, tatsächlich. Das geht weg. Ah, das ist blöd. Es ist in Ordnung, aber blöd. Alles weg. Sonst! Weg! Weg, 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 weg! Komm, mach nochmal! Viermal müssen wir. Dann ist er hinüber. Die Frage ist jetzt echt hier drin. Ich weiß es nicht. Wir müssten halt immer ein bisschen Abstand halten. Aber das ist bei unserem eher, ich sag mal, behäbigen Ritter immer ein Problem. Nummer 4 sind wir, ne? Merkt es euch mal. Weggedrehen. Ich muss mich hier wirklich wegdrehen. Ah, wirklich! Ich glaube, das ist am Ende. Ah, jetzt muss ich weg. Weg! Geh weg! Das ist am Ende eventuell die richtige Strategie. Ich glaube, den Vierer werde ich euch nochmal mit reinhauen. Wie es sieht. Den Vierer-Durchlauf werde ich euch nochmal mit reintun. Das ist jetzt Durchgang Nummer 5. Ich glaube, der Vierer ist nochmal gut. Ja, okay. Ist in Ordnung. Meistens kommt er dann, ne? Ja, er muss halt ruhig bleiben, ne? Und das ist das große Problem bei dem Hammer.
Obwohl, eigentlich brauchen wir da gar nicht zu trinken. Am besten wir gehen gleich hier hin. So. Ich denke, Gebet ist eine Idee. Ah, wir haben es wieder erwischt. Nein, das kann sie glauben. Tatsächlich, das kannst du glauben. Was macht der hier? Ganz weit. Ist! Komm, trink! Du kannst doch nicht mal anständig trinken. Der da drüben dran ist. Ah, ist schon wieder drin. Ich bin weg. Aber zu spät. Einfach zu spät. Einfach zu spät. Zweimal hintereinander, trifft er uns. Komm, geh hin! Geh hin! Nicht zu mir! Warum geht er immer weg? Und er trifft uns. Eins zu viel immer. Eins zu viel. Und Wahnsinn! Da muss ich mich auch wegdrücken. Schau mal hin, wie wenig hier Schaden macht. Können maximal okay. Okay. Jetzt müssen wir einfach wegrollen. Unbedingt den hin. Ich glaube, das ist die Strategie. Das ist die... Ah, den hat er. Danke. Aber das ist unsere Strategie fürs nächste Mal. Ich lasse euch mal alles drin lesen. Ja, ich muss mich wegrollen. Ich weiß. Also bei denen wegrollen, ne? Merkt es euch. Das ist unsere Strategie. Die werden wir das nächste Mal anwenden. Scheiß drum. Wegrollen bei denen. Und
4. Zack. 1, 2, 3, 2. Wir müssen natürlich auch richtig feuern. Also wir müssen ganz genau timen. Okay, ich lasse das Video tatsächlich so, wie es ist, ungeschnitten. Beim nächsten Mal schneide ich es euch wirklich und zähle immer durch, ne? Wie ich es euch gesagt habe. Zähle, wie ich bei Forza die Anläufe oder die Durchläufe durchzähle, obwohl es bisher auch noch nicht nötig war, weil wir es immer im dritten Durchlauf geschafft haben. Werden wir es jetzt auch machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich beim nächsten Mal, ich möchte das nächste Mal mich nur mit dem beschäftigen nochmal. Und zwar mit genau der Strategie. Wenn wir das nicht schaffen, gehen wir raus zu dem anderen, ja, du bist, ne, zu dem anderen Boss, der da draußen ist, dort unten bei unserem Magier-Freund, nenne ich ihn jetzt mal. Ich sag ciao, ciao. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.